So, das muss ich jetzt mal hier in die Elterngruppe schreiben. Ja, einfach mal wissen, was ist hier los? Ach, Mann. Also kann nicht sein, mein Kind hat hier gar nichts aus der Schule erzählt. Der muss doch jetzt mal ja, wissen, was da los ist. Das kann nicht wahr. Wusste ich's doch. Er hat einen Test zurückgekriegt. Oh, da gibt's aber Ärger. Wenn wir die Note wissen hier. Na, ein bisschen wiedererkannt? Leute, herzlich willkommen. Was ist denn hier los auf Sozialverzwung schon wieder hier, dem empathisch-authentischen und vor allen Dingen digitalen Bildungsrevolution? Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Und diesmal geht es um euch Eltern vor allem, denn gebt zu, auch ihr macht euch Sorgen, weil euer Kind kommt in die Schule. Und da geht einem natürlich zum einen die Muffe, weil man denkt, oh Gott, schafft mein Kind das? Wird es gut in die Schule kommen? Wird es den Alltag überstehen? Soll ich vielleicht mal in der Schule anrufen, ob alles gut ist? Und zum anderen denkt ihr, boah, mein Kind ist schon so groß geworden. Wo ist denn die Zeit hin? Boah, bin ich alt? Krass, ich habe eigentlich nur Angst. Kleines Baby wird groß. Natürlich machen wir uns nichts vor. Wenn das eigene Kind in die Schule kommt, dann ist das spannend und aufregend und auch so ein bisschen angsteinflößend, denn in der Schule muss das Kind quasi alleine durch und muss gut vorbereitet dorthin gehen und die Zeit durchkriegen und dann kommt es endlich wieder nach Hause und dann will ich aber auch alles wissen. Und damit wir mal hier ganz entspannt von vorne anfangen und nicht gleich übertreiben, wenn das Kind in die Schule kommt und den ersten Schultag und den dritten und den achten und den 19. überstanden hat und wir nicht jedes Mal fast ausflippen vor Freude und das Kind übermannen, sprechen wir jetzt mal darüber, wie ihr mit eurem Schulkind umgehen könnt. Wir schwelgen ja selber so ganz doll immer in Anekdoten und wenn die Kinder dann hier sitzen und dann Problemchen haben, dann kommen wir mal ganz schnell von Hundertste ins Tausendste und erzählen die coolsten Geschichten und wie locker flockig wir doch aus unserer heutigen Sicht übrigens die Schule bewältigt haben, aber das hilft dem Kind meistens nicht. Natürlich können wir Erfahrungen austauschen, aber manchmal überspielen wir das auch ein bisschen mit unserer Coolness und geben dem Kind eigentlich mit, ja, wie, ist doch gar kein Problem. Also ich habe das ja ganz locker gehandelt und ich frag mich jetzt, was du hier für ein Problem hast, dann gehst du morgen da jetzt hin und machst es so locker. Nee. Das ist zwar ganz nett, aus eigener Erfahrung sprechen zu können und dass man selber als Eltern auch Probleme hatte, aber diese Lösung, diese locker und leichte, die sollte man entweder sehr gut umschreiben oder einfach weglassen. Denn das Kind hat nun mal ein Problem höchstwahrscheinlich oder hat eine Situation erlebt, mit der es am nächsten Tag wieder auch konfrontiert werden wird wahrscheinlich. Und dafür muss man eine gemeinsame Lösungsgeschichte auch schreiben können. Da hilft die eigene Erfahrung erstmal nicht. Mal in der Vergangenheit schwelgen ist völlig in Ordnung. Aber ihr solltet da drin nicht stecken bleiben. Die Kinder verlangen von euch, dass ihr zuversichtlich in die Zukunft schauen könnt mit ihnen gemeinsam. Und darauf kommt es eben an. Natürlich könnt ihr selber sehr sorgvoll sein, aber es geht darum, dem Kind Mut zu machen und ihm gut zuzureden und zu sagen, hey, du packst die erste Klassenarbeit morgen. Wir haben toll geübt, du bist gut vorbereitet und jetzt packen wir das jetzt mal weg. Machen wir hier noch ein lockeres Spielchen, lockern alles ein bisschen auf. Und dann gehst du ganz entspannt morgen da rein und dann schauen wir gemeinsam, was rauskommt. Ohne jetzt große Prüfungsangst zu schüren oder nochmal abzufragen und nochmal abzufragen und kurz vorm Schlafen gehen noch 10 Aufgaben zu machen und dann gleich morgens wieder und immer am Kind orientiert verhalten. Weil wenn ein Kind nun mal sehr aufgeregt ist, und das habt ihr am Anfang noch nie erlebt, so als Elternteil, dann ist es halt erstmal aufgeregt. Und dann muss man das vielleicht auch so lassen. Ich glaube, man nervt eher, wenn man dann noch 10.000 Mal fragt, und hast du das, und hast du das, und hast du das, und hast du dies? Also irgendwann habe ich zum Beispiel das so gemacht, dass ich einfach gelernt habe. Für mich, ich habe meinen Eltern gar nicht mehr groß gesagt, wann irgendwelche Klausuren sind. Ich habe das einfach für mich ausgemacht, weil ich dachte, boah, also das Genervte will ich nicht haben. Versucht euch da dann lieber mit Eltern aus der Klasse zusammenzutun und dort den Austausch zu finden, ohne groß das Kind dauernd da mit reinzuziehen. Ja, wenn ihr nochmal Hintergrundinformationen haben wollt, ruft den Elternvertreter an oder fragt direkt die Lehrerin oder den Lehrer und dann könnt ihr nochmal hintenrum so ein paar Zusatzinformationen ergattern, die für euch erstmal Seelenheil bringen. Aber nicht zusätzlich auch noch das Kind mit Druck belasten, mit dieser dauernden Thematisierung auch belasten, denn das nervt als Schüler. Man hat so viel zu tun mit der Schule. Und das wisst
ihr selber. Ja, und ich wusste das auch noch und weiß das auch immer noch. Deshalb macht es hintenrum über eure Connections, aber nicht immer über das Kind. Und wenn das Kind mal nicht erzählen will, dann will es halt mal nicht erzählen. Und dann muss man nämlich damit leben. Und da kommen wir gleich zur nächsten Kategorie. Denn was ist es eigentlich, was ich dem Kind von mir aus meiner Emotionalität mitgeben sollte? Das ist nämlich immer gar nicht so einfach. Wir versuchen nämlich immer so die coolen Eltern zu sein, die super stark sind und immer da. Und das war auch richtig so. Man sollte auch immer da sein als Vater oder Mutter. Denn diesen Rückhalt, dieses Vertrauen ist das A und O. Und das müssen wir den Kindern geben. Vertrauen. Vertrauen ist der Grundstein für den Erfolg. Denn sie wissen, okay, selbst wenn ich jetzt verhaue, kann ich entspannt nach Hause kommen, das auf den Tisch legen und sagen, ich habe verhauen. Und dann redet man drüber und versucht gemeinsam wieder an einer Lösung zu arbeiten, um vielleicht beim nächsten Mal so einen Tick besser zu sein. Nicht gleich von einer 4 auf eine 1, aber vielleicht von einer 4 auf eine 3 und dann von einer 3 auf eine 2. Und wenn eine 2 in Ordnung ist, dann ist es auch okay. Man muss nicht immer Top-Level erreichen. Aber wenn die Kinder das Vertrauen haben und wissen, okay, ich kann nach Hause kommen, mir wird nicht gleich der Kopf abgeschnitten, dann hat man sehr, sehr viel gewonnen für die ganze Schullaufbahn. Dann ist es auch wichtig, Visionen zu haben. Das bedeutet natürlich auch, mit den Kindern gemeinsam auch zu spinnen, wie könnte es in der Schule werden oder wie könnte der Schultag morgen werden oder wie soll das nächste Schuljahr werden, wenn man jetzt sagte, okay, ja, das Schuljahr war gut überstanden, aber man hat vielleicht so ein paar Eckpunkte noch, die man verbessern könnte, dass man gemeinsam mit dem Kind auch Visionen entstehen lässt, indem man sagt, okay, pass auf, wir suchen uns jetzt mal ein paar Sachen, wo möchtest du dich verbessern? Wo denkst du, kannst du noch ein bisschen mehr rausholen und nicht, ja, aber beim nächsten Mal muss hier in Mathe eine 1 und da muss eine 3 und hier Englisch, wie, du hast Probleme, aber das braucht man später. Wenn es kein Crack ist in Englisch, dann ist kein Crack in Englisch. Dann ist es aber vielleicht ein super, super Mathe-Schüler. Wer weiß. Und deshalb, gemeinsam Visionen spinnen ist das A und O, um natürlich mit ein bisschen Ehrgeiz an die Sache zu gehen, aber nicht gleich den Hyperdruck zu spüren, überall unglaublich gut zu sein. Und das bedeutet eben auch realistisch zu bleiben. Visionen haben ist immer cool, da kann man auch wirklich manchmal ein bisschen übertreiben, aber trotzdem realistisch zu bleiben. Und dann sind auch die Kinder total entspannt, weil sie wissen, boah, okay, Mama ist völlig in Ordnung damit, wenn ich hier jetzt einen Ticken besser werde, wenn ich das und das erreiche und ich muss hier nicht gleich von Hundertstel ins Tausendstel, ich sage es immer wieder, und kann erstmal mich hier fokussieren, um da nochmal eine Verbesserung rauszuholen. Und dann haben auch die Kinder die Möglichkeit, für sich selber eine eigene Erwartungshaltung zu entwickeln, wo sie sagen können, gut, jetzt setze ich mich hier hin, jetzt nehme ich mir die Inhalte, jetzt fange ich an, genau darauf hin zu lernen und schaue, welchen Erfolg ich am Ende rausholen kann. Wenn der für mich in Ordnung ist, dann ist die pure Zufriedenheit da. Denn was ihr Eltern als zufriedenstellend empfindet, ist lange nicht das, was die Kinder als zufriedenstellend entwickeln. Und natürlich, ja, er hat es ja anfangs gesagt, ein bisschen Vergangenheit ist immer okay. Natürlich wollen auch die Kinder eure Erfahrungsschätze wissen, aber wartet darauf, bis sie auch fragen. Haut nicht immer alleine gleich alle Stories raus, denn das überfordert natürlich auch und lenkt vielleicht auch vom eigenen Fokus so ein bisschen ab, weil sie sich denken, okay, na, Mama hat das so gemacht oder Papa hat das so gemacht, dann versuche ich es jetzt genauso. Nee. Das kann für diese Situation damals geholfen haben, aber für die Situation, die jetzt vorzufinden ist, braucht man vielleicht eine andere Lösung. Und deshalb sind Erfahrungen, um logische Schlüsse zu führen, wie man vielleicht zu seiner eigenen Lösung kommt, richtig. Aber nicht dieses, also pass auf, ich würde das jetzt so machen und dann gehst du da hin und machst. Und nee, bringt nichts. Völlig different zu dem, was man selbst erlebt hat. Ich will doch auch alles richtig machen zum Schulstart und überhaupt in der Schulzeit. Ich möchte doch da sein für mein Kind. Ich will doch immer alles wissen. Dann muss ich doch immer fragen, sonst denkt das doch, es wird links liegen lassen. Nein, Quatsch. Das ist Mumpitz. Ja? Nur weil ihr mal einen Tag nicht fragt oder nicht mal genau seid oder was auch immer, denkt das Kind nicht sofort, dass es unwichtig ist oder dass das, was sie in der Schule erlebt haben, unwichtig sind. Wenn ihr eine gesunde Zugänglichkeit entwickelt, wo das Kind immer das Gefühl hat, egal wann und wo und wie, ob das nachts um 2 ist oder gleich nach der Schule, ich kann zu Mama und Papa gehen, habt ihr schon gewonnen. Das, was ich ja auch schon mit dem Vertrauen meinte. Seid zugänglich für euer Kind und dann bietet ihr offene Türen und Tore, um dem Kind zu signalisieren, hey, wenn was ist, komm her,
Ich bin da, ich habe Ohren, ich lasse alles stehen und liegen. Du bist jetzt wichtig. Wir müssen den Kindern zeigen, dass sie aber auch Raum haben, selbst zu entscheiden, was sie erzählen möchten, wann sie erzählen möchten. Deshalb ist es auch völlig okay, wenn sie erstmal abschalten. Wenn sie nicht gleich nach Hause an den Tisch und Hausaufgaben machen, sondern erstmal abschalten. Eine Stunde, da eine gewisse Regel einführen, wo man sagt, okay, relax erstmal eine Runde und dann kannst du kommen. Ich bin da, signalisiert, ne, Zugänglichkeit. Und dann können sie nochmal reingehen in die Schulaufgaben oder in die Schulsituation, die erlebt wurden und erzählen von selber. Sie sollen erzählen, wenn sie erzählen möchten. Ne? Klar könnt ihr auch mal ein bisschen nachpieksen, wenn ihr so merkt, oh, emotional ist das irgendwie doch nicht so ganz stabil gerade. Dann fragt ihr natürlich mal nach, aber nicht halt dieses, ne, was ist denn los, sondern hey, geht durch die Hintertür, fragt erst mal über zwei Ecken, über andere Dinge nach und dann kommt ihr vielleicht auch gut ins Gespräch. Aber dann müsst ihr aber auch wirklich zuhören. Und deswegen Schuldruck. Ständig und immer und dauernd die gleiche Leier, die bringt absolut nichts. Null. Ihr verschlimmert die ganze Situation nur. Und mit dieser Forderung, überall gut zu sein, das funktioniert einfach nicht. Das ist nämlich unrealistisch. Man ist nicht überall gleich gut. Vielleicht bis zu einer bestimmten Stufe, aber dann trennt sich irgendwann die Spreu vom Weizen. Dann ist das auch in Ordnung, wenn ihr nicht dauernd fragt, und hast du eine 1, hast du jetzt eine 2, oh, eine 5? Das ist ja schlimm, ja. Vermeidet Schuldruck. Das ist wirklich eindringlich gesagt und ich mache demnächst auch noch ein Video dazu, warum das eben so lästig ist, dieses Schuldruckthema. Denn es verbaut nämlich Visionen und die Zukunft der Schule. Freut euch, wenn Erfolge da sind, auch wenn sie kleinschrittig sind. Jeder lernt auf seine Art und Weise, in seinem Tempo, in seinen Ressourcen angepasst und so weiter und so fort. Das heißt, ihr müsst kleine Erfolge genauso positiv rückmelden wie große Erfolge. Denn vielleicht ist das für euch in dem Moment ein kleiner Erfolg. Aber für das Kind ist es ein großer Erfolg. Denn es hat sich endlich eine halbe Note verbessert. Oder mal nur 5 Fehler gehabt anstatt 8. Auch das ist ein Erfolg. Step für Step. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, Misserfolge zu haben, denn nur so lernt man. Und bei diesen Misserfolgen, da müsst ihr genauso dastehen und sagen, okay, wo ist denn da jetzt hier der Wurm drin? Was können wir denn machen, damit es beim nächsten Mal ein bisschen besser wird? Und dann nehmt ihr euch kleinteilig Schritt für Schritt diesen Misserfolg vor und versucht, eine Abmachung zu finden, was beim nächsten Mal verbessert werden kann. Ganz einfach, ohne Druck. Denn Rückendeckung ist das A und O und Rückendeckung bedeutet auch mal den Austausch mit den Lehrern zu suchen, ohne in eine Diskussion zu verfallen oder irgendwas anprangern zu wollen. Es geht hier ja darum, die Schullaufbahn des Kindes positiv zu begleiten und das kann man nur, wenn man ganz offen ist und sagt, pass auf, hey, ich merke, du hast irgendwie ein kleines Problem hier und da an der Stelle. Wir sprechen einfach mal mit deinem Lehrer oder mit deiner Lehrerin. Vielleicht können wir ja da noch irgendeine coole Hilfe finden, die dich wieder weiterbringt und dann, wenn du diese Hilfe nicht mehr brauchst, dann packen wir sie wieder weg und du läufst alleine. Und das ist wirklich wichtig. Rückendeckung, Austausch mit Lehrern und zwar im positiven Sinne für das Kind und nicht um dem Lehrer zu erklären, wie er eigentlich seinen Unterricht machen soll. Natürlich gibt es das auch. Das ist nicht die Regel. Schule ist ein Abenteuer und wird es immer bleiben und wird viele Situationen herausfordern, die ihr selbst nicht kennt, wo ihr immer wieder neu ansetzen müsst. Das ist auch normal. Macht das aber nicht alleine und macht da nicht den Schnellschuss. Es ist nicht immer gleich das Kind schuld oder gleich der Lehrer. Es ist immer eine Kombi aus mehreren Dingen. Geht ins Gespräch mit allen, die beteiligt sind und versucht selber ein bisschen runterzufahren und zu sagen, okay, ich muss jetzt mal reinhören hier. Und dann versuchen wir gemeinsam eine Lösung dafür zu finden. Das ist eigentlich so die finale These dazu. Gemeinsam, mit viel Vertrauen, mit Rückendeckung, mit Vision, aber auch realistischen Einschätzungen und viel Reflexion. Wie ich ja schon mal in einem anderen Video gesagt habe, Schule ist wichtig, aber nicht das Wichtigste. Und so lasse ich euch jetzt mal hier raus aus dem Video. Schreibt mal eure Kommentare zu eurer Schullaufbahn oder zu euren Ängsten oder zu euren Mitteln und Wegen rein. Ich würde mich gerne mal mit euch darüber unterhalten und ansonsten, wenn ihr mehr braucht, Instagram, Facebook, Twitter und fürs nächste Video hier den Abo-Button definitiv. Und ja, jetzt reicht's. Ich brauche jetzt eine Pause, denn so spät ist ja auch kein Unterricht mehr, nichts. Das heißt, ich habe jetzt Freizeit und
Deswegen bleibt ihr jetzt mal sozial verzogen. Ich laber hier nur noch doof rum und lasse euch jetzt in Ruhe. Bis zum nächsten Video. Ciao.